10. Punkt. Okay, war es nicht. Sag ich doch. So, die Bienen laufen jetzt auch endlich. Yay. Was? Ich dachte, die fliegen. Ja, dachte ich auch erst. Du denkst zu viel. Warum habe ich mir jetzt eigentlich einen Squeezer? Warum habe ich mir jetzt eigentlich einen Squeezer gecraftet, weil ich eine Centrifuge brauche? Schneeballschlacht. Kämpfe um dein Low Voltage Solar Array. Nee, die haben wir auch noch nicht. Wie craftet man nochmal einen Centrifuge? Der bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Mal sehen, ob ich die zumindest noch finde. Ob das Originalrezept noch da ist. Und warum kann ich gerade meine Internetseite nicht anklicken? Hallo, Firefox, bitte. Wow, fuck. Alter, was war das denn gerade? Danke, danke. Ich habe schon kapiert, dass der Server nicht kennt, abkeepen kann. So. Wo bleibt meine Apiari? Meine Zentrifuge. So, das ist jetzt übrigens die neue Folge von Feed the Beast. Was? Dass du da so immer schön drauf guckst. Ja. Okay, das ist auf jeden Fall ein Rezept, das auch noch sein kann. Glass. Das ist jetzt die Bombardierung des Hauses. Warte, ja. Du hast irgendwas kaputt gemacht. Ich komm schon wieder, ich boss den. Ich wollte gerade sagen, warum haben wir nur Kabel zum System? So, und da bin ich und schwupps, man hat es gemacht. Schon geht's wieder. Sag ich doch, es geht wieder. Sturdy Machine, dann hätte ich gern. Dein Low Voltage Solar Array zurück. Die hätte ich auch gern, ja. Nö, er kämpft auch dran. Nö. Mach mal noch. Du gibst es mir oder ich nehme es mir nicht. Ich mach mal einfach ein neues. Was, du gibst es mir? Ja, okay, du gibst es mir oder ich nehme es mir nicht, weil ich mir dann einfach ein neues craft und dann hast du weniger EMC. Jetzt oben drauf. Du hättest es doch hinsetzen können. Nein. Weil ich ja gar nicht weiß, wo du es hinbauen willst, weil ich davon überhaupt keine Ahnung habe. An ein Kabel dran. Ich weiß ja nicht, ob du vielleicht schlau genug bist, da das hier weiter in die Länge zu führen oder so. 2, 4, 5, 6. Wir haben schon 6. Wir brauchen nur noch 2 von den Dingern. Ich finde, wir bauen vor allen Dingen mal was Besseres als Low Voltage. Ja, bauen wir auch, sobald ich noch 2 mehr habe. Aber wo sind die letzten 2 geblieben? Jetzt fehlen noch 4 Batterien. Ich habe jedenfalls keine aufgenommen. Ich habe keine mehr im Inventar. Kannst du nachgucken? Hier, guck mal da, guck mal da. Ja, glaube ich dir sogar. Siehst du gar nichts. Hast auch richtig gesehen. Einfach 4 Stück davon craften. Ja, er hat wieder genügend EMC für einen Red Matter. Sollen wir noch mal sehen, ob er so intelligent ist und das Ganze nicht dort oben reinschmeißt. Was ich jetzt nochmal brauche, sind 2 Glas. Und 6 Bronze. Du bist im Weg. Ich bin schon weg. Du hast die 2 Glas verpasst. Damals hat er noch das letzte anscheinend. Stirb. Dann hat er anscheinend das letzte Low Voltage geschafft. Hat er das? Das Lustige ist, dass ich gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 davon jetzt habe. Also brauche ich immer noch eins. Sehr professionelle Rumrutzerei hier von Folie. Ja, das ist das Einzige, was er kann. Stimmt! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guck mal, wie schön ich zählen kann. Fühl dich gestört. Carpenter. Wo habe ich jetzt den Carpenter gecraftet? Das ist Tipp. Ich glaube, das ist Copper, oder? Ja, natürlich ist Copper. Ich bin der intelligenteste Mensch der Welt. Also, ein Sturdy Casing. Okay, ich weiß.
Körper, 4, 6 Stück. Stehst da ganz neben mir. Und 2 Glas. Für eine Ehe, bei solcher Ehe funktioniert es nicht so wirklich. Oder hier ist wieder Feuer. Du bist echt so genial. Weg. Hör auf, ich mit selber. Hör auf, ich mal den Schneemann zu bewerben. Sei froh, du stehst ganz neben dir beim Crafting. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Mann, warum musst du jetzt so feige abhauen? Du bist voll cool. Auch nicht feig ab, ich hau voll heroisch ab. Nein, tust du gar nicht. Ich bewerfe jetzt dein Bett bis zur nächsten Nacht nicht mehr. Oh, da bist du ja wieder. Yay. Könntest du mal bitte aufhören? Das könnte doch bestimmt, ja, das hast du recht. Das ist doch ein wenig nervig. Ja, ich hab's geschafft. 4 Erde brauche ich noch, 4. Und eine Wasserzelle. So. Ich finde, wir machen das genau um 2:30, keine Sekunde früher und keine Sekunde später. Was hältst du davon? Voll die super Idee. So, was ich mir jetzt nämlich craften möchte, ist Bockearth. Ich hätte gerne ein Auto-Crafting für Bockearth. Wenn ich wüsste, wo das letzte Auto-Crafting ist. Wenn. Open, Water Cell, 4 Sand und 4 Dirt. Und das gibt uns Bockearth. Import. Man kann nämlich auch ein Bock, ein Peat-Bock und ein Dingens. So, wo sind denn jetzt die Farmen? Heat. Yay, jemand. Ist das die Version, in der man schon das brauchte? Ich war der Meinung, ganz früher waren es mal 4 Glas. Wann ganz früher? A Sturdy Casing, also eine Sturdy Machine und 4 Copper Gears. Glaube ich, waren es mal. Und ich kann mir das nächste Medium Voltage Solar Array craften. Yay! Ein Medium Voltage Solar Array. Das brauchen wir zwar später für die Challenge, aber egal. Wobei, wir brauchen noch mehr davon für die Challenge. Ich habe das Gefühl, es ist 8-mal schneller als das Low Voltage Array. Mm-mm. Schade. Warum kriegt das keine Sonne? Jetzt kriegt das Sonne. Sag ich doch. Wie viel schneller ist es als das Low Voltage Solar Array? Das Low Voltage macht 32 EU pro Tick, das andere 128 EU pro Tick. Also 4-mal schneller. Ja. Und dafür hast du 8 Low Voltage draufgehen lassen. Ja, aber das ist in einem Block. Platzsparend, aber ineffizient. Okay, dann probieren wir mal das Rezept, was da steht. Und wahrscheinlich ist das genau dasselbe auch mit Medium zu High Voltage Solar Array. Das ist ein Small Circuit Board, das ist dann wahrscheinlich ein Zinn. Dann geh ich mal weg hier. Was machst du jetzt eigentlich? Wartest du darauf, dass EMC sich generieren? Ja. Genau das mache ich. Und zwar fehlen mir noch 2 Red Matter, damit ich dir dein Red Katar geben kann. Ach, und dein Dark Matter Schwert kannst du eigentlich gleich wieder kriegen. Es sei denn, du willst, dass ich es danach zu einem Red Matter Schwert baue. So, also noch die 6 Redstone, dann geht auch das ich Ding glaube, los. Ich glaube, dass ich das jetzt noch in den 3 Minuten schaffe, wenn du die ganze Zeit irgendwas Neues. Und das sind Copper Electron Tubes. Ein bisschen was machen möchte ich ja auch. Ich möchte ja auch weiterkommen.
Ich möchte ja auch weiterkommen. Findest du? Warum? Warum eigentlich das? Warum eigentlich? Wozu du weiterkommen, wenn man mit seinem momentanigen Stand zufrieden ist? Keine Ahnung. Weil. Was hat das für einen Grund? Einfach nur weil, Punkt. Warum muss der Sinn so sinnlos sein? Der Sinn ist nicht sinnlos. Sag ich doch. Mal schauen, was passiert, wenn ich das mache. Und dann da 5 Kopper reinlege und das 2 mache. Oh, voll viel ist abwesend. Und auf EMC wartet. Ja, so langsam wird es echt ininteressant, vor allem uninteressant. Aber wir machen ja stetig mehr oder weniger Fortschritte. Wir hatten doch gerade eben von Cut geredet, oder? Als Sinra kurz vorbeigekommen ist. Das war witzig. Ich finde, er hätte hier bleiben müssen. Er hat keinen Bock. Denn wäre es witzig gewesen, es wird nicht es mehr sein Let's Play. Hat er nichts mehr dran zu suchen. Er hat keinen Bock auf Mod. Es wäre zwar richtig, also so richtig, richtig niveaulos geworden, aber es wäre witzig gewesen. Okay, es ist das neue Rezept. Dann haben wir damit jetzt einen Peatbock und das letzte, was ich jetzt noch für diese Aufnahme herstellen möchte, ist ein Turbury. Da brauchen wir Tin und nochmal Tin und nochmal Tin und noch mehr Tin. Also ganz viel Tin. 6 Tin. Eine Frage, warum hast du ein Schwert eingespeichert? Weil. Fragezeichen. Weil. Fragezeichen. Fragezeichen. Ein Tin da rein. 6 Redstone da rein. Okay, eine Frage an die Zuschauer. An die fleißigen Zuschauer natürlich, ne? Und zwar, ihr habt es ja bestimmt noch miterlebt, als er das Schwert eingespeichert hat. Könnt ihr euch noch erinnern, warum? Schreibt es am besten mal in die Kommentare. Yippie. Und da wir jetzt an unserer Endzeit angekommen sind, müssen wir jetzt sagen, damit war es mit dieser Folge. Nein, es sind immer noch 2 Minuten. Und das, jetzt weiß ich auch, was dieses Schwert ist. Das ist nämlich nicht eingespeichert, das ist im System und das ist das Looting-Schwert. Ach so. Mann, warum machst du das denn? Das cuttest du raus. Cut ich nicht raus. Doch, das cuttest du raus. Nein. Du bist gemein! Das sollte doch ein Quiz werden. Dann sollen die sich nochmal deine Folgen anschauen, weißt du? Dann kriegst du mehr Klicks dafür. Als ob mir die Klicks wichtig wären. Ja, das sind sie. Dann hast du das Gefühl, die gucken mir zu. Das Problem ist, dass es mir nicht... Forever alone. Nein, das Problem ist, dass es mir dass sowieso, wenn ich das machen würde, dann würden die alle nur ganz kurz rangucken. Und dann würden sie die Folge nicht komplett gucken, sondern nur halt ganz kurz. Ist doch egal, du hast mehr Klicks und hast wenigstens das Gefühl, dass sie alle deine Folgen lieben. Das sind nicht die Klicks, das sind ja dann die Zeit ist dann ganz kurz nur. So. Ja, ist doch egal. Okay, also... Ich würde sagen, dann haben wir unser Turbury. Aber was wir damit machen, zeigen wir euch dann in der nächsten Aufnahme. Ja, das finde ich gut. Auch wenn wir Bock-Earths zwar schon gecraftet haben, aber trotzdem, was wir damit genau machen und wie wir es automatisieren, das ist das Wichtigste, wie wir es automatisieren, zeigen wir euch in der nächsten Aufnahme. So, für diese Aufnahme ist jetzt aber erstmal Schluss. Komm. Wir verabschieden uns. Hey, der ESG verabschiedet sich und... Folie 4, genauso. Genau. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Feed the Beast. Insanity, nicht da auf dem Defekt. Nein, es war Insanity. Das ist das erste richtige Outro seit mindestens 10 Folgen. Ja, genau. Tschüss. Tschüss. War doch jetzt auch nicht die richtige Taste, oder?